Wir sind jetzt mit einer holprigen Trickschafahrt hierher gekommen zum Hot Spring. Hier gibt es jetzt heiße Quellen zu sehen. 200 Peso Eintritt pro Person. Eigentlich ist das nur erlaubt für eine Stunde, aber wir versuchen. Ich habe das noch nicht gesehen, hat auch keiner was gesagt. Ja. Wir kommen jetzt übrigens aus Lettland. Weil es ist ein bisschen günstiger. Manchmal ist es günstiger. Wenn wir sagen, wir kommen aus Deutschland, stärkster Preis auf einmal. Ja, und wir sind ein bisschen geschockt, das Cologne ist schon teuer. Und auch Unterkunft und okay, wir haben jetzt zum Glück noch einen günstigen gefunden mit 15 Euro die Nacht, mit Frühstück auch drin. Ist aber ein Loch, zeigen wir später nochmal. Ja, jetzt springen wir da mal ins heiße Wasser und erzählen wir noch ein bisschen mehr. Ja. Baden verboten, jedenfalls hier im Meer. Drüben ist sehr, sehr warmes Wasser, waren wir eben schon mal kurz drin. Heißt ja auch Hot Spring, hätte ich mir ja auch denken können. Ein Taucher. Da ist doch wirklich jemand einfach ins Wasser gesprungen. Das geht doch nicht. So, hier schöne Kulisse wieder, ne? Es ist noch keine einzige Tour hier angekommen, deswegen ist es noch schön leer. Nachher wird es bestimmt noch mal ein bisschen gemütlicher. Wir gehen da mal rein jetzt, los! Vielleicht heiß, Leute. Also es dampft jetzt noch nicht, ne? Aber das ist Mittagshitze. Also wenn du die Badewanne zu weit aufgedreht hast. Oh, so fühlt sich das an. Heiß, heiß, heiß. Ah. Wie der Frosch langsam gekocht wird. Rein damit! Rein damit! So heiß, ich kann da nicht lange drin schwimmen. Wir versuchen gleich noch mal ins Meer zu gehen, vielleicht geht das ja besser. Mal schauen. Es geht zurück auf demselben staubigen Weg, den wir gekommen sind. Ja, spannende Fahrt. Hallo. Hallo, aus dem Coron Viewpoint wieder. Ja. Ich war gestern Abend schon mal hier und jetzt sind wir wieder zusammen hier hochgelaufen, weil wir machen ja immer alles zusammen. Und heute gucken wir uns den Sonnenuntergang Teil 2 an. Viel Spaß dabei. Heute geht es mir auf jeden Fall viel, viel besser. Dank Kohletabletten und Apfel und was auch immer. Ja, Natur. Natur pur hilft. Ja, Kokosnuss auf jeden Fall. Genau, Kinder, trinkt die Kokosnuss. Es ist sehr gesund und hilft, und die Abwehrkräfte aufzubauen. Und es sieht jetzt gerade so aus. Wahnsinn. Thank you.
mir auch gar nicht gezeigt. Im größten Zimmer der Welt, habe ich euch eigentlich schon gezeigt. Wir schlafen im Bundeswehrbettenstil, übereinander gestapelt. Und die Klos sind draußen, so wie sich das gehört. Latrine draußen. Fenster gibt's nicht, gibt's schon, aber es besser nicht zu öffnen, weil sonst kommen die Mücken rein. Ja. Weil unsere Klimaanlage ist ein Propeller. Voila! So sieht es aus.